Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von EarGames und wir spielen weiter Jedi Survivor. Und zwar in der letzten Episode haben wir den erweiterten Kletterhaken bekommen und ja, den wollen wir jetzt mal ausprobieren. So, dann gucken wir mal, was denn so passieren wird. So, dann machen wir hier ziehen in der Richtung. Das ist cool. Und einmal dahin bitte. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Wie geht es denn hier weiter? Ach. Oh mein Gott. Ravis. Jedi. Wieso habt ihr die Anlage aktiviert? Es ist viele Jahre her, seit ich zuletzt einen Jedi tötete. Wieso habt ihr die Anlage... Hab dich verstanden. Vor langer Zeit besiegte mich Deggan im Kampf. Er erwarb meine Treue. Wir kämpften Seite an Seite, bis die Jedi ihn verraten haben. Es bedurfte viele deines Ordens, um mich zu besiegen. Und dennoch... Entehrten sie mich. Sie verweigerten mir den Kriegertod. Über Jahrhunderte ließen sie mich in einem Käfig verrotten. Und so scheinen unsere Schicksale verwoben zu sein. Der Verfall deines Ordens ermöglichte mir die Flucht. Und doch hat sich nichts geändert. Du bist nach wie vor Daggans Diener. Zeit schmälert keinesfalls meine Loyalität. Ohne einen Kodex dienst du nur dir selbst. Wo ist der Kompass, Ravis? Ich schulde dir gar nichts! Jedi! Wenn du Wissen von mir willst, wirst du dafür kämpfen müssen. Also gut. Wehr dich. Du bist erledigt. Alter. Seit 200 Jahren! Dann will ich dich nicht enttäuschen. Ich werde dich abgewinnen!
Ich ergebe mich. Ihr habt euch bewährt. Wo ist der Kompass? Santari Crees Observatorium, wie Deccan vermutet hatte. Ich habe den Weg frei gemacht. Er ist schon unterwegs. Ich habe euch besiegt. Kämpft mit mir. Gemeinsam können wir Deccan die Stirn bieten. Nein, werde ich nicht, Jedi. Nach all den Jahrhunderten träume ich noch immer von Tennelor. Ich hatte gehofft, es wiederzusehen, aber das wird nicht passieren. Ravis? Deccan Gera steht euch im Weg. Ihr müsst das nicht tun. Nur einer von euch wird Tennelor erreichen. Jedi, gewährt mir meinen Kriegertod. Jetzt! Wir sollten gehen. So, das war ein ganz schön spannendes Ding hier gerade. Oh mein Gott. So, müssen wir denn hier entlang? Ist hier noch was? So, Ravis ist besiegt. Ja. Okay. Grace, kannst du mich hören? Kerl, ich weiß nicht, was du getan hast, aber diese Warnschott-Ruinen haben es ziemlich eilig zu verschwinden. Der Landeplatz ist frei. Ich lande die Mantis jetzt. Verstanden. Wir warten auf dich, Kleiner. Nein, 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 nein. Oh Gott, nicht schon wieder sowas. Mal dahin. Dann springen wir mal dahin. Nein, nein, nein. Boah, das ist wirklich zu dumm gerade. So, dann dahin. Vielleicht hatte Ravis recht. Deccan hat sich vom Jedi-Kodex abgewandt. Sehen wir jetzt an. Verzehrt von seiner Besessenheit mit Tennelor. Worin unterscheidet sich das von dem, was wir tun? Ja. Ach komm, Freunde. Echt nicht wieder von Anfang an. Sowas nervt. Mal gerettet hier. Zack. Und nochmal da. So. Ja.
Okay. Boah, okay, das haben wir geschafft. Oh mein Gott. Lass uns hier eine Pause machen. So, ich glaube, von hier aus können wir uns auch dahin beamen. Schnellreise. Bisschen nervig, diese ganzen Sprungeinlagen. Bist du von einem Blaster? Hol dir ein Trostpflaster. Komm zu Pyle und Salon, jetzt auf dem zerstörten Mond. Hey, Sian, er ist nicht tot. Wie geht's dir, Kleiner? Kerl. Hast du etwa ins Feuerwanzennest gestochen? Ravis ist tot. Das erklärt es. Okay, lass mich raten. Zurück nach Kobo? Ja, ich denke schon. Hey, Jetpack, kannst du mir hier mal helfen? Ja. Gut, legen wir unser nächstes Ziel fest. Gut. Wollte ohnehin mal Monk auf die Finger schauen. Die guckt schon wieder. Die glotzt da schon wieder so. Was ist da los? Ich habe gar nichts zu tun. Und der Typ putzt immer seine Waffen. Jetpack. Der Einzige, der hier arbeitet, ist der Gizmo hier. So, sind wir endlich da? Sind wir endlich da? Hallo, sind wir endlich da? Ich brauche einen Moment. Okay. Du grübelst. Schon wieder. Kannst du meine Gedanken lesen? Es ist kein Jedi-Trick. Ich bin nur aufmerksam. Auf dem zerstörten Mond sah ich, wie Dagon Centauri konfrontierte. Er war so sehr von Tenalore eingenommen, dass er völlig seinen Weg verlor. Erinnert mich an meinen Kampf gegen das Imperium in den letzten Jahren. Ich möchte einfach nicht wie er enden. Du bist ziemlich stur. Doch es ist nicht Ehrgeiz, der dich antreibt. Ich verstehe nicht, warum sie seine Veränderung erst erkannte, als es zu spät war. Sie träumten gemeinsam. Sie litten gemeinsam. Man erwacht nicht so einfach aus einem gemeinsamen Traum. Treibt dich das um? Dich selbst zu verlieren? Ja. Ein wenig. Solltest du je vom Weg abkommen, führen wir dich zurück.
So, willkommen auf Kobo. Okay, dann schauen wir mal kurz unsere Mission. Ja, jetzt geht das hier in beide Richtungen. So, ich würde tatsächlich erstmal gerne mal hier gucken. Stelle der gern in Kobo Observatorium. Santaraki hat den letzten Kompass im Observatorium auf Kobo versteckt. Kalsuche danach ist beinahe an ihrem Ende, aber Deng steht im Weg. Okay. So, müssen wir dahin? So, müssen wir mal schauen, wie wir überhaupt dahin kommen. Okay, das ist ja echt spannend hier gerade. So, das ist das Ding hier. Und ich glaube, hier ist der Zugang dahin. Ungefähr hier. Also müssen wir eigentlich einmal nur drum herum laufen, wenn ich das hier richtig sehe. Nur drum herum laufen ist immer gut. Okay, wollen wir erstmal ein bisschen Angriff hier nehmen. Erstmal gehen wir uns ein bisschen hier abspeichern. Boni. Wir gucken einfach mal, was wir denn haben. So, wie viele Slots? 3 von 4 Slots sind in Benutzung. Blockanzeige. Ich werde es zuerst mal lassen. Wir lassen das erstmal so. Genau, das haben wir eigentlich alles. Fähigkeiten, Ruhefähigkeiten, 4 Stück. So, Widerstandskraft. Nehmen wir einmal das und nehmen wir einmal das. Okay. Gut, dann wieder raus hier. So, wenn ich das richtig sehe, müssten wir hier entlang gehen. Hier in diese Richtung, oder? Mal kurz auch gucken. Ja, das sieht tatsächlich sogar ganz gut aus. So, hier muss ein Tor sein. War hier ein Durchgang? War das hier zu vorhin? So, wir können mal in diese Richtung gehen. Wir können aber tatsächlich auch nochmal in diese Richtung gehen. Ich glaube aber, die andere Richtung wäre besser. Ich weiß nicht, wo wir da hinkommen, aber okay. Prinzipiell Banane.
ich weiß. Komm schon, das wird schon. Alles okay? Die Tiere hier werden nervös, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe gelernt, ihnen zu vertrauen. Geht ihr auf den Berg? So sieht's aus. Keine Ahnung, ob das verrückt oder mutig ist, aber passt dort oben auf euch auf, ja? Mach ich. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen tatsächlich erst in der nächsten Episode von hier aus weiter. Ja, soll euch die Folge gefallen haben, hinterlasst gerne ein Abo, ein Like und ja, und wie immer, aktiviert auch die Glocke, um die nächste Episode nicht zu verpassen. In dem Sinne, ich danke euch und möge die Macht mit euch sein.